Alright guys, keine Panik, es wird ein deutsches Video. Ich habe mir tatsächlich mein erstes Video auf diesem Kanal anders vorgestellt, aber weil Papa Meinecke dieses geile Projekt gestartet hat, möchte ich jetzt einfach mal meinen Senf dazugeben und euch meine 7 Gegenstände zeigen, die ich für 7 Tage Schweden mitnehmen würde. Also, ich bin, wie ihr seht, schon quasi im Umzug auf dem Weg nach Norwegen nächsten Monat. Und deswegen habe ich leider nicht das exakt passende dazu. Also denkt euch bitte den Rest. Das wäre mein erster Gegenstand. Das soll nicht als Behälter dienen, sondern eher als Titankochtopf oder sowas. Habe ich leider nicht hier. Ich habe den anderen weggeschmissen erst, weil er mir ein bisschen kaputt gegangen ist. Deshalb habe ich jetzt nur diese Edelstahlflasche als Ersatz. Also irgendetwas, um Wasser zum Kochen zu bringen, um, wenn du Fisch fängst, Fisch zu kochen und so weiter. Man wird am Wasser ausgesetzt, deshalb denke ich nicht, dass man etwas zum Transport braucht. Deswegen bitte nicht falsch verstehen. Kochen ist das, worauf es ankommt, meiner Meinung nach. Mein zweiter Gegenstand ist tatsächlich ein Messer. In dem Fall das Mora. Ich habe schon überlegt, ein größeres Messer mitzunehmen. Feuerstahl ist extra, ist auch ein Gegenstand, den ich mitnehmen werde. Vielleicht nicht dieser, sondern ein etwas größerer. Je nachdem, vielleicht nehme ich auch einfach das Messer so komplett mit. Ich weiß nicht, wie es mit diesem Wetzstein aussieht, ob man eine andere Scheide mitnehmen muss oder wie auch immer, weil das wären jetzt ja theoretisch 3 Gegenstände. Ich würde mich fürs Messer und den Feuerstahl entscheiden. Mein vierter Gegenstand, Paracord. Das ist jetzt Survivor Cord. Ist wahrscheinlich nicht erlaubt, da ist nämlich Angelsehne, Draht und Zunder mit dabei noch. Ich habe aber gerade nichts anderes hier. Also ein Paracord wäre auf meiner Liste ganz einfach, weil Schnur herzustellen, gerade wenn es jetzt extrem warm ist oder so, kann man nicht einfach schnell Rinde irgendwo finden und sowas. Schnur, wichtig, denke ich, ist essentiell. Paracord steht auf meiner Liste. Der nächste Gegenstand, den ich habe, ist ich glaube, wenig umstritten. Das ist der Defense 4 von Carinthia. Die Bundeswehr hat es bewiesen, es funktioniert. Den würde ich definitiv mitnehmen. Keine Isomatte ist erlaubt, deswegen Defense 4, ein bisschen wärmer, auch wenn es im Spätsommer ist und Schweden im Spätsommer echt noch relativ warm ist. Das wäre auf jeden Fall meine Wahl. Und die letzten beiden Gegenstände liegen. Ja, liegen dort als Symbol. Und zwar entscheide ich mich für das Angelset. Das sind jetzt nur ein paar Köder. Ich weiß nicht, wie das Angelset aufgebaut ist, aber es wird damit möglich sein, Fisch zu fangen. Das heißt, mein Essen ist gesichert. Und das andere, was ich noch in keinem Video gesehen habe, was viele wahrscheinlich unterschätzen, wäre dieses Paket hier. Symbolisch hole ich jetzt mal eine Sache daraus, die ich für sehr wichtig halte. Klopapier. Das Hygienekit. Ich würde definitiv das Hygienekit mitnehmen. Einfach, ihr habt keine Wechselklamotten. Waschen ist schwierig nur mit Wasser. Man wird nicht richtig sauber. Dieses Saubergefühl stellt sich nicht wirklich ein. Wenn ihr draußen wart und mal im See gebadet habt, wisst ihr, was ich meine. Und deshalb auf jeden Fall das Hygienekit. Ihr bleibt sauber. Die Gefahr, dass ihr euch irgendwelche Entzündungen holt, ist geringer. Ich weiß nicht, ob Desinfektionsmittel mit dabei ist. All diese Sachen, also sehr wichtig, Hygienekit. So Leute, meine Klamotten, wir gehen mal von oben nach unten vor. Normalerweise habe ich immer mein Basecap dabei, ist aber für einen weiteren Zweck nicht so gut geeignet. Und zwar würde ich so eine Mütze mitnehmen. So einen schönen Anglerhut. Der Hintergrund da ist, wenn ich schlafe in meinem Schlafsack, kann ich den bis hier vorne zuziehen. Das heißt aber, die Mücken stechen mich ins Gesicht. Und wenn ihr den einfach übers Gesicht packt, kommen die Mücken nicht ran und ihr schlaft wesentlich ruhiger. Das ist, es hat sich bewährt, auch in der Bundeswehr schon. Die Feldmütze einfach runter und man kann vernünftig schlafen. Der nächste Gegenstand, schon öfter gesehen, Schimak. Auch wieder Moskitoprävention. Einfach vors Gesicht gehangen und ihr habt weniger Probleme mit den Viechern.
als Schattenspender, wenn ihr irgendwo. Ich stelle mir vor, wenn ich mit dem Fishing-Kit, mit dem Angelset irgendwo sitze und warte, wenn ich mir eine Stipproute zum Beispiel daraus baue. Gut, man kann auch jetzt irgendwie Schleppleinen und sowas bauen, das ist nicht das Thema. Aber wenn ich irgendwo lange sitze und ich kann mir das Ding einfach nass machen und auf den Kopf packen, das ist wunderbar für die warmen Tage in Schweden. Also definitiv meine Wahl. Dann auch ein wichtiger Punkt, auch selten gesehen, die Handschuhe. Das sind jetzt Mechanics, das sind die dünnen Mechanics. Habe ich normalerweise genommen für Schießen, fürs Schießtraining. Wie gesagt, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Man kann auch einfach diese gummierten aus dem Gartencenter nehmen. Funktionieren auch, gehen nicht kaputt. Einfach um eure Hände ein bisschen zu schützen. Die Regenjacke, ja, ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist eine Revolution Race Regenjacke. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Hält dicht, was soll man sagen, ja, ist relativ groß, hängt relativ tief, man kann die Kapuze ein bisschen verstellen, die hängt ein bisschen weiter nach vorne, dann wird man auch ein bisschen nass im Gesicht. Einmal frei, kann ich auch nur empfehlen, werde ich auch mitnehmen, würde ich auch mitnehmen. Zu der Regenjacke habe ich eine Unterjacke, die gab es mal im Sale, auch von Revolution Race. Habe ich gute Erfahrungen gemacht mit der Kombination, mir war noch nie kalt und ich war bei so 7-8 Grad draußen. Ich bin eher so ein Kaltblüter. Deswegen gehe ich auch nach Norwegen. Dann macht das schon Sinn. Meine T-Shirt-Wahl fällt tatsächlich auf das altbewährte Bundeswehr-T-Shirt. Altbewährt. Es ist die neuere Version. Die hat so ein bisschen mehr Schweißabtransport. Hält den Körper sehr kühl, trocknet extrem schnell. Das ist genau, was ich brauche. Also das Bundeswehr-T-Shirt, einwandfrei. Als nächstes habe ich einen Gürtel, das ist einfach ein Standardgürtel. Das ist halt wirklich nur, um, wenn ich das Mora mitnehme, ne, Final Decision ist dann wahrscheinlich, wenn mein Essie noch kommt, dann das Essie statt das Mora und ein extra Feuerstahl. Das würde ich auf jeden Fall bevorzugen und dann kann man das Messer halt an den Gürtel machen und man hat es immer dabei und man braucht es halt auch immer. Es ist halt nun mal so. Als Unterwäsche hat noch niemand drüber erzählt. Boxershorts, wichtig, ist bequem. Wenn es wirklich warm ist, runter damit, dann kann man sich immer noch selbst filmen und muss nichts zensieren. Einfach frei, ist dann quasi wie eine Badehose, ja. Also weißen wie heißt das? So einen weißen Opa-Schlipper würde ich jetzt nicht empfehlen. Muss in der Videobearbeitung immer viel zensiert werden. Würde ich nicht machen. Als Hose, das ist eine 5.11 Hose. Es geht mir hierbei wirklich drum um die Taschen, die Beintaschen. Die Leo Köhler-Variante hiervon hat größere Taschen. Auch sehr angenehm, aber ich denke nicht, dass man so viel rumschleppen muss, weil man ja eh stationär ist und nicht weit rumlaufen muss. Also 5.11, die ist auch ein bisschen dünner als die Leo Köhler. Kann ich empfehlen. Bevor ich zu den Schuhen komme, Socken, normale, dünne Sportsocken. Also ich habe da, die Bundeswehrsocken sind viel zu warm. Ja, ist halt Baumwolle, hält irgendwo warm, aber wird halt auch einfach nass. Also dünne Sportsocken, nicht ganz kniehoch, ne? Also ein bisschen höher für die Stiefel, die jetzt kommen. Normale Sportsocken, einwandfrei. Meine Sommerstiefel. Meindl-Stiefel, ihr seht schon, hier habe ich Paracord drin, wird wahrscheinlich nicht erlaubt sein. Hier ist noch ganz normal. Sind ein bisschen luftiger als die Standard-Lederstiefel. Machen Spaß, sind auch weitestgehend wasserdicht. Ich habe jetzt mittlerweile hier vorne ein bisschen Probleme, dass die undicht werden. Aber gut, das liegt dann mehr oder weniger an mir. Ne? Also sehr schöne Stiefel. Ja, das waren meine 7 Gegenstände. Ihr könnt euch jetzt nochmal komplett in diesem Bild hier ansehen. Ich denke, ich habe damit eine gute Wahl getroffen. Viele werden sich fragen, warum hat er kein Tarp dabei?
Ich habe eine Regenjacke dabei und ich habe Paracord dabei. Das bedeutet, ich kann die Regenjacke auch über mich hängen. Warum habe ich mich nicht für eine Hängematte entschieden? Das ist eine ganz interessante Frage und viele habe ich gesehen, ich habe vorhin ein bisschen in Fritz Live Chat geguckt, viele wundern sich, warum nicht jeder eine Hängematte mitnimmt, oder es ist auch klar, jeder nimmt eine Hängematte mit. Ich habe zum Beispiel weder Tarp noch Hängematte dabei. Wenn du eine Hängematte hast, brauchst du ein Tarp. Das Tarp muss hoch hängen, das heißt, du brauchst eine Schnur, um die zu befestigen. Drei Sachen. Ich habe Schnur dabei, aus mehreren Gründen. Wir dürfen zwar dort nicht jagen, nicht auf Kleintiere gehen. Ich weiß, dass es in Norwegen erlaubt wäre, auf Niederwild zu gehen. Gut, ist halt das Problem in Schweden. Aber du nimmst dir mit der Hängematte die Möglichkeit, also du nimmst drei Plätze ein, wo du normalerweise nur zwei brauchst. Das heißt, dieser eine Punkt, den kann man besser woanders nutzen. Hygienekit, Angelset. Und was auch wegfällt, ist, wenn du wegkommen willst von den Moskitos, musst du auf einer freien Fläche, wenn nicht unbedingt nah am Wasser, aber irgendwo eine freie Fläche haben, wo sich die Moskitos nicht aufhalten. Oder du musst die ganze Zeit dein Feuer anhaben. Das sind alles Schwierigkeiten, die du umgehst, wenn du es einfach mit einem Shelter probierst. Mit einem Shelter, mit einem Schlafsack und dementsprechend Schutz. Regenjacke in dem Fall. So Leute, danke fürs Zusehen. Das nächste Video wird wahrscheinlich ein bisschen anders sein als dieses hier. Ich hatte es auch nicht so geplant, muss ich ehrlich zugeben. Ihr werdet auf dem Kanal hier mehr Survival-informative Sachen, also wie packe ich meinen Rucksack auf, was muss ich achten und so weiter. Das geht schon in diese Richtung, aber ein Großteil wird auch einfach sein, dass ich euch mitnehme durch die atemberaubende Natur Norwegens. Wenig sprechen, viel sehen und ja, danke fürs Zusehen.